Kapitel 28, Abschnitt 7. Die geheimen Gelübde. Wer den Körper straft, ist wahnsinnig. Denn hier wird der kleine Graben gesehen, und doch ist er nicht hier. Er hat sich selber nicht beurteilt, noch etwas aus sich gemacht, das er nicht ist. Er sucht nicht aus Schmerz eine Freude zu machen und im Staub nach dauerhafter Lust zu suchen. Er sagt dir nicht, welches sein Zweck ist und kann nicht verstehen, wozu er da ist. Er macht nicht zum Opfer, weil er keinen Willen, keine Vorlieben und keine Zweifel hat. Er fragt sich nicht, was er ist. Und deshalb braucht er sich mit anderen nicht zu messen. Er kann zum Opfer gemacht werden, aber sich selber nicht als Opfer fühlen. Er akzeptiert keine Rolle, sondern tut, was man ihm sagt, ohne Angriff. So ist es in der Tat ein Standpunkt ohne Sinn, ein Ding, das nicht sehen kann, für die Sicht verantwortlich zu machen und ihm die Schuld für die Geräusche zuzuweisen, die du nicht magst, obwohl es gar nicht hören kann. Es leidet nicht unter der Strafe, die du erteilst, weil es gefühllos ist. Es verhält sich so, wie du es wünschst, trifft jedoch nie die Wahl. Es wird so wenig geboren, wie es stirbt. Es kann nur ziellos dem Weg folgen, auf den man es gesetzt hat. Wird dieser Weg geändert, so wandelt es genauso leicht auf einem anderen Weg. Es ergreift nicht Partei und urteilt nicht über die Straße, auf der es reist. Es nimmt keine Graben wahr, weil es nicht hasst. Es kann für Hass verwendet werden, ohne dadurch selber hassenswert gemacht zu werden. Das Ding, das du da hasst und fürchtest, verabscheust und dir wünschst, das kennt der Körper nicht. Du schickst ihn aus, um nach Trennung zu suchen und getrennt zu sein. Und dann hast du ihn, nicht für das, was er ist, sondern um des Gebrauchs willen, den du von ihm gemacht hast. Du schreckst zurück vor dem, was er sieht und hört, und hasst seine Gebrechlichkeit und Kleinheit. Und du verachtest seine Taten, doch deine eigenen nicht. Er sieht und handelt für dich. Er hört deine Stimme, und er ist gebrechlich und klein auf deinen Wunsch hin. Er scheint dich zu bestrafen und somit deinen Hass aufgrund der Grenzen, die er dir bringt, zu verdienen. Du aber hast aus ihm ein Symbol für die Begrenzungen gemacht, von denen du möchtest, dass dein Geist sie haben, sehen und behalten solle. Der Körper steht für den Graben zwischen dem kleinen bisschen Geist, den du dein eigen nennst, und all dem Übrigen, was wirklich dein ist. Du hasst ihn, doch du denkst, dass er dein Selbst sei und ohne ihn dein Selbst verloren wäre. Das ist das geheime Gelübde, das du mit jedem Bruder abgelegt hast, der für sich wandeln möchte. Das ist der geheime Schwur, den du jedes Mal aufs Neue ablegst, wenn du dich als angegriffen wahrnimmst. Niemand kann leiden, wenn er sich nicht als angegriffen sieht und als Verlierer durch den Angriff. Jedes Gelöbnis der Krankheit gegenüber ist im Bewusstsein ungenannt und ungehört. Doch es ist ein Versprechen, einem anderen gegenüber von ihm verletzt zu werden und ihn wiederum anzugreifen. Krankheit ist Ärger, der am Körper ausgelassen wird, damit er Schmerz erleide. Sie ist die offensichtliche Wirkung dessen, was im Geheimen gemacht wurde, in Übereinkunft mit dem geheimen Wunsch eines anderen, von dir getrennt zu sein, wie du von ihm getrennt sein willst. Wenn ihr nicht beide übereinkommt, dass es euer Wunsch ist, kann er keine Wirkungen haben. Wer sagt, da ist kein Graben zwischen meinem Geist? Wer sagt,
da ist kein Graben zwischen meinem Geist und deinem, hat das Versprechen Gottes eingehalten und nicht seinen winzig kleinen Eid, dem Tod für immer treu zu sein. Und durch seine Heilung wird sein Bruder geheilt. Lass dies deine Übereinkunft sein mit einem jeden, dass du eins mit ihm bist und nicht getrennt. Und er wird das Versprechen halten, das du zusammen mit ihm gibst, weil es das ist, das er Gott gegeben hat, wie Gott es ihm gab. Gott hält seine Versprechen, sein Sohn die seinen. Bei seiner Erschaffung sprach sein Vater: Du bist ewig geliebt von mir und ich von dir. Sei so vollkommen wie ich selbst, denn du kannst nie von mir getrennt sein. Dein Sohn erinnert sich nicht daran, dass er zur Antwort gab: Das will ich, obgleich er in diesem Versprechen geboren wurde. Doch Gott erinnert ihn ein jedes Mal daran, wenn er ein Versprechen, krank zu sein, nicht teilt, sondern seinen Geist geheilt und geeint werden lässt. Seine heimlichen Gelübde sind machtlos vor dem Willen Gottes, dessen Versprechen er teilt. Und was er als Ersatz einst wählte, ist nicht sein Wille, der sich Gott versprochen hat.